Willkommen zurück zu Rune Factory 5. So, wir gehen dann jetzt mal runter zu Hauptmann Livia. Ich habe jetzt gesagt am nächsten Tag, aber meine, die nächste Folge. Deswegen, schauen wir doch erstmal, was sie zu sagen hat. Oh, willkommen zurück, Torplay. Deinem Gesicht nach gibt es keine guten Nachrichten. Leider nein. Hat sich Radia geschnappt? Es tut mir leid, ich konnte ihn nicht aufhalten. Wenn absolute Macht absolut verderblich wirkt, ist Gideon jenseits jeglicher Erlösung. Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Das Ende der Welt? Ja. Aber Gideon meinte, seine endgültige Gerechtigkeit wäre noch nicht vollendet. Was immer er auch vorhat, er braucht Radia noch dafür. Dieser Narr versteht die schreckliche Macht, die er kontaktiert hat, nicht annähernd. Wie meinst du das? Er hat wen kontaktiert? Vor langer Zeit kroch ein Schatten aus dem Abgrund, der diese Welt hervorbrachte. Wo immer er auch hinging, hinterließ dieser zuckende, schleichende Albtraum verderbte Runen. Diese kriechende Dunkelheit versuchte die ganze Welt zu verschlingen. Radia und ich waren noch nicht ausgewachsen. Wir konnten ihn nicht alleine aufhalten. Wir verbündeten uns mit den Erdfreunden und schlossen es in eine andere Dimension ein. Er war die einzige Wahl. Selbst mit euren verbündeten Kräften? Dieses Ding war stärker als die uralten Drachen und die Erdfreunde? Ja, wir haben es den unergründlichen Schrecken genannt. Den unergründlichen Schrecken? Hat Direktor Gideon den befreit? Nein, aber das versucht er. Er meinte, seine Pläne hatten an der Liminalität umgesetzt werden sollen. Ja? Ja? Jetzt verstehe ich, was er gemeint hat. An diesem höllischen Ort wollte er eine Runenexplosion in Radia auslösen, die dann das Siegel zu anderen Dimensionen brechen würde. Bis dahin hat er Radia benutzt, um zahllose Runen über die Liminalgrenze zu schicken. Das heißt, er hat den riesen Zauberkreis benutzt, um den unergründlichen Schrecken zu stärken? Ja, das glaube ich. Diese Entartung muss schon eine Menge Macht wieder gewonnen haben. Wenn sie Gideon auch nur einen Bruchteil ihrer Macht von jenseits des Abgrunds gewähren konnte, steht uns das Schlimmste noch bevor. Wenn sie all ihre verlorene Macht wiedergewinnt, könnte sie das Siegel von der anderen Seite aus brechen. Jetzt verstehe ich. So will Gideon Radia also benutzen. Wenn wir nicht aufhalten, geht die Welt unter. Dein Zielort ist das Problem. Toplay, weißt du noch, was du auf der anderen Seite von Gideons Tor gesehen hast? Das muss das Fimbul-Gebiet gewesen sein. Fimbul-Gebiet? Ein Raum zwischen dieser Welt und der anderen Dimension. So wurde der unergründliche Schrecken weggesperrt. Die Erdfreunde haben ein Tor zum Fimbul-Gebiet geöffnet. Aber ich weiß nicht, wie so etwas geht. Das ist ganz gleich. Selbst wenn du das wüsstest, könntest du es alleine kaum schaffen. Gideon konnte nur dank dem unergründlichen Schrecken und seiner Dunkelheit ein Tor öffnen. Wir würden quasi göttliche Kräfte brauchen, um selbst ein Tor zu öffnen. Göttliche Kräfte? Wir brauchen ein Wunder oder göttlichen Beistand, wie er immer wieder erwähnt wird. Natürlich, das ist es. Diese Kräfte sind in Rickbart. Nicht nur quasi göttlich, sondern ein richtiger Gott. Bin gleich wieder da. Okay. Aber was ich mich immer fragen wollte. Was brauchst du heute? Die Ante-Prognose, bitte. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Diese Pflanze wirft diese Woche besonders viel ab. Spinat. Und dieses besonders wenig. Hot-Hot-Frucht. Die Pflanze wirft nächste Woche besonders viel ab. Spinat und Hot-Hot-Frucht. Okay. Gibt es kein, ich sag jetzt mal, Wetterradar oder sowas? Eine Wettervorhersage? Ich möchte einen Auftrag ausführen. Oh, ich habe wieder 2000 Punkte. Verbesserungen. Mehrzweckkochtisch, der ist so heftig teuer. Der ist so heftig teuer. Festabsagen. Sonstiges. Kostenloses Bad. Wow. Hintergrundmusik. Rune Factory. Geschenkte Kopfbedeckung zurücknehmen. Alle Möbel zerstören. Kostenloses Bad. 35.000. Wow. Hat man nicht mal irgendwie ansatzweise irgendwie sowas wie ein...
sag jetzt mal, so eine Wettervorhersage oder sowas? Ich möchte einfach verhindern, dass wieder alles bei mir kaputt geht. Aber wie? Ich meine, nur klar, ich könnte hier diese... Warte, Lukas! Hä? Was ist denn? Du siehst aus, als hättest du Speere vom Himmel fallen sehen. Was hier passiert, ist wesentlich größer und viel, viel schlimmer. Ich brauche deine Hilfe, Lukas. Ich höre, ich helfe doch immer gerne. Du müsstest mir noch ein Tor öffnen, dieses Mal zum Fimbul-Gebiet. Im Fimbul-Gebiet? Warum in aller Welt willst du denn dahin? Nun ja, das ist eine lange Geschichte. Verstehe, ein uralter Drache und der unergründliche Schrecken. Hm. Kennst du dich mit diesen Dingen aus? Ja, nach dem Blitzschlag kamen viele alte Erinnerungen zurück. Du weißt also, wie gefährlich der unergründliche Schrecken ist? Nur zu gut. Dann hilfst du mir, oder? Bitte öffne ein Tor. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht. Nein, warum nicht? Als Gott bin ich ein unbeteiligter Beobachter. In Wahrheit ist es mir verboten, mich in sterbliche Angelegenheiten einzumischen, selbst auf triviale Weise. In so einem Fall, wo das Schicksal der Welt in der Schwebe hängt, sind mir die Hände gebunden. Verflucht, soll das heißen, du wirst einfach nur zuschauen, wie alles zerstört wird? Wenn das so geschehen soll, dann ja. Sag mal. Ja? Wer hat diese Regel denn aufgestellt? Ein Gott. Und welcher war das? Ich? Und du hast dir selbst die Regel also auferlegt? In der Tat. Wenn du also gegen sie verstößt, passiert ja gar nichts Schlimmes. Nun ja, ich würde mich ein bisschen schlecht fühlen. Ein bisschen? Was, wenn der Stadtbewohner etwas Schreckliches passiert? Wie fühlst du dich dann? Nur bei der Vorstellung könnte ich schon in Tränen ausbrechen. Uns zu verlieren würde dir also sehr wehtun. Da hast du recht, wie unerwartet. Mitgefühl für Sterbliche ist mir verboten. Und doch hätte ich niemals wissen können, wie wichtig mir die Menschen dieser Stadt sein würden. Solange es mir so geht, kann ich wohl nichts anderes, als dir zu helfen. Du wirst es nicht bereuen, Lukas. Lass uns keine Zeit vergeuden. 1, 2, 3. Hä? Es hat sich nichts getan. Ich will nicht, dass Passanten über das Tor stolpern, also habe ich es auf dem Feld hinter dem Silo geöffnet. Bitte pass auf dich auf. Mache ich. Vielen herzlichen Dank. Das Fimbul-Gebiet ist jetzt verfügbar. Okay. Ich mach trotzdem mal was. Ich will einfach wirklich komplett auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, wie lange hält das Zeug. Hallo, draußen ist es echt düster, oder? Aber solange du hier bist, ist mein Tag voller Sonnenschein und Regenbögen. Hallo, mein Liebling. Hm, was verkaufst du denn? Schneller wachsen. Oh, es ist so teuer. Es sind 4er. 4 Bäume habe ich. Dann habe ich... So. Müsste hinkommen, ne? Ne, war 2 zu viel. Verdammt. Okay, das ist jetzt für die eine Ebene. Dann habe ich da oben... für den Winter. So, jetzt kommen wir zu den anderen Sachen. Aha. Verfügbar 4? Ah, komm, ich kaufe 100.000. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Dann hatte ich gelesen, genau. Grünfix. Ja, da habe ich ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen was. Aber trotzdem nehme ich da mal ein bisschen was mit. Wow, das war teuer.
Muss ich nur noch erfahren, wo ich das Wetter herausfinde. Wir sind im Sommer. Herbst. Wo sind wir denn? Welche Jahreszeit? Jahr 1. Also, beim 10. sind wir. Valentinstag. Jahreszeit ändern. War nichts Besonderes. Meistens erfährt man doch bei den Schildern was. Weit für Seed, Kampf, verbündete Monster, was sind RP? Gegenstände, Campmenü, beiläufige Gespräche, Freundschaften, Stapel aufteilen, beenden. Grundstufe, Sternstufe, zurück. Achso, ich wollte gerade sagen, ich höre jemanden, aber ich sehe niemanden. Das ist das zweite Tor. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz gucken. Ich glaube, es zählt unter Werkzeug, ne? Genau. Was will ich denn definitiv behalten? Den will ich behalten. Und den Traubenbaum auch. Girafeld. Ich hoffe, ich mache jetzt hier die richtige Entscheidung. Mhm. Eine Paprika. Was ist das? Eine Paprika, das ist mir egal. Okay, dann. Schlimm, wenn man nichts hört, ne? Also gar kein Sound, kein gar nichts. Die Musik ist einfach raus. Ist das geil. Ich glaube, ich habe sogar zu wenig mitgenommen. Bin ja froh, dass ich jetzt überhaupt genügend dafür habe, ey. Erdbeeren. Okay, dann. Wie gesagt, überall da. Nein, da bin ich doch gerade. Eisdrachen. Erstmal da, wo ich es wirklich dringend brauche, wenn was auftreten sollte. Die ganze Zeit ignoriert, aber wenn das jetzt wirklich dann der Fall ist, dann ärgere ich mich. Und das muss ich verhindern. Ich habe jetzt das Geld. Gerade hier. Bin ich ganz ehrlich. Das hier wäre sowas von ärgerlich. Sind 3 goldene Sachen. Ich möchte nicht wissen, was ich da rausbekomme. Sprintangriffe. Ah ja. Und das ist wichtig. Ist das hier? Tomaten, die sind auch wichtig. Damit kann ich nämlich das Geld wieder reinholen. Genauso auch mit den Zwiebeln. Das ist halt nämlich... Mit einigen Sachen kann ich das Geld wieder reinholen. Dann sollte ich die auch beschützen. Mein Leben! Was ist das hier? Erdbeeren. Welche Stufe? Stufe 1, nee. Das hier zum Beispiel lohnt sich dann nicht, ne? Das hier sind wahrscheinlich Gurken, das lohnt sich auch nicht. Grüne Paprika auch nicht. Hatte ich jetzt den Traumbaum schon gemacht?
Verdammt, sehe ich das irgendwo? Stress. Verdammt. Haben wir alle so eine hohe Resistenz? Die hier nicht. Würde ich mal sagen, gut, das passt. Falls der Feuerdrache dann gehen wir noch zum Erddrachen. So. Und hier haben wir dann auch noch andere Sachen, die ich machen wollte, genau. Mir den Traumbaum, den sichere ich mir. Das sichere ich mir. Ja, die sichere ich mir hier auch. Das ist die Landwirtschaft, was ich verbessere. Das Enten hinterfrage ich jetzt mal nicht. Genau, Grünfix. Ich glaube, hier in dem Bereich war das alles. Glaube ich, was verbessern kann. So. Formel C ist mir jetzt gerade egal, wenn es Pulver. Müsste ich wissen, hatte ich jetzt hier schon. Mann. Nein, die hatte ich noch nicht. Okay. Die hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Sind. Komischerweise auch, obwohl ich die gar nicht haben wollte, aber egal. Okay. Ich glaube, ich habe alles. So. Gut. Dann Hier noch. Ich denke mal, jetzt durch das Portal gehen wir halt jetzt nicht wirklich intelligent. Bin ich jetzt gerade den Feuerdrachen runter. Ne, den Erddrachen runter, ne? Bin jetzt den Erddrachen runter, glaube ich. Oh Mann. Bin ich mit meinen Gedanken. Aber hatte ich hier unten nicht auch noch einen Bereich, wo ich könnte Grünfix setzen? Es ist schlimm, dass man hier gar keine Musik hat, ne? Aber total schlimm finde ich das gerade. Genau. Immer Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon gemacht hatte. Ich mache jetzt einfach mal. Dann noch Rommel. Und Grünfix. Grünfix. Kruzifix, du Grünfix. Okay, und das ist dann hier im Buhlgebiet. Ich gehe nur mal rein, um es mir anzugucken. Bin da ganz schnell wieder raus. Buhlgebiet. Sieht interessant aus. Schön. Na komm. Wow, das Ding hält echt was aus. Wow, die erste Etappe habe ich geschafft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ach, runter darf ich nicht. Okay. Wie groß ist denn das Symbolgebiet?
Oh shit. Wir machen es mit der Attacke. Damit fühle ich mich jetzt gerade am sichersten. Und dann diesen Speicherpunkt finde ich auch gut. Den sehe ich schon von hier aus. Höllenphantom. Ich sage euch jetzt, ich werde schon sterben gehen. Nee, das ist mir dann doch zu riskant. Das ist mir dann doch zu riskant. Da will ich dann doch lieber mit meiner Gruppe reingehen. Aber wir haben es jedenfalls mal gesehen. Ab zurück nach Rickbad. Wenn nur in Rickbad sind, wir am sichersten. Ernsthaft, es regnet? Hätte ich das mal vorher gewusst. Hätte ich in der letzten Folge nicht gießen müssen oder vorletzten Folge. So, halten wir. Okay. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich herausfinde, wie das Wetter am nächsten Tag wird. In manchen Spielen vorher gab es ja die Möglichkeit, da entsprechend das herauszufinden, aber jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Oh, hier habe ich ja noch einiges, was ich pflanzen kann. Die sind jetzt nicht gerade so besonders, die will ich aber dann auch noch pflanzen. Ich wollte sonstiges, da habe ich wieder 4 Stück da. Ist das noch was Grünes? Nö. Lagern wir mal ganz kurz da rein. Jetzt hier ein bisschen aufräumen. Das ist nämlich alles auch nochmal Dünger zusätzlich. Kann da alles schön rein. Es regnet, wie gesagt, finde ich ganz gut. Freut mich immer wieder. Hatte ich jetzt eigentlich heute schon das Brot geholt? Ist jetzt eh zu spät, merke ich gerade. Aber jetzt stelle ich mir gerade die Frage, muss ich erst noch mit ihr reden oder kann ich einfach los? Ne, ich muss einfach los. Einfach los. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach am nächsten Tag los. Projektor, also neuer Auftaktfilm. Begegnung mit Priscilla, Lucy, Scarlett, Fuka. Da fehlen mir noch ein paar Begegnungen. Ui. Huch. Oder Hochzeiten. Kann auch sein. Das ist der Kalender, aber da sehe ich ja nicht, wie das Wetter wird. Kleiderschrank. Tisch. Ha. Vielleicht gibt es auch diesmal hier keine Wetterfee. Kann ja auch sein. Wäre ja auch nicht schlimm, aber es wäre halt wirklich nice zu wissen. Aber ich weiß noch nicht, wie lange hält das Zeug eigentlich. Warum, was ist denn da? Steht nicht dabei, wie lange das hält, ne? Und das ist genau das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Hält es einen Tag? Hält es 2 Tage? Hält es 3 Tage? Hält es so lange wie möglich? Für immer? Alles offene Fragen. Die werden immer nicht geklärt werden. So, die Milch noch rüber. Katastrophal ist, nein, noch nicht verschickt. Was für eine Katastrophe. Würde ich sagen,
verschicke ich das noch schnell, bevor wir da mit der Folge fertig sind. Und ich freue mich schon da auf eure Nachricht, wie das entsprechend dann gehandhabt wird. Warte, ich habe echt noch nichts verkauft diesmal? Das ist ja fast schon skandalös, ey. Das Essen denn da? Auch noch nicht versendet. Wunderbar. Kann auch gleich weg. Komm, gleich raus damit. Ist klar. Sollst das da aufheben. Schön, nochmal Honig. Honig immer her damit. Hineinsehen und Honig rein. Im Kühlschrank. Hineinsehen und Honig rein. Danke. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.